Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute meine Leseliste für den Mai für euch. Der April war dank Stay at Home ein relativ erfolgreicher Lesemonat. Dazu erzähle ich euch dann mehr in meinem Monatsrückblick. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, da im Mai ja auch die Lockerungen noch nicht in Sicht sind und wir alle schön zu Hause bleiben und die Welt retten, dann dachte ich mir, mache ich die Leseliste doch auch mal ein bisschen größer, weil ich ja auch diesen Monat so viel geschafft habe. Und deshalb sind heute ein bisschen mehr Bücher auf meiner Liste. Und den Anfang macht ein Buch, auf das ich mich unfassbar doll freue, und zwar Die letzte Drachentöterin von Jasper Ford. Ich liebe die Thursday Next Reihe von Jasper Ford, das müsstet ihr langsam wissen. Und ich wollte unbedingt auch mal andere Bücher von ihm lesen. Dann habe ich das hier auf Rebuy gesehen, relativ günstig, und es ist auch sein erstes Kinderbuch. Also es ist kein Buch für Erwachsene, sondern es ist wirklich ein Kinderbuch. Und ich liebe Kinderbücher auch. Kinderbücher sind so schön einfach, die kann man so schnell weglesen. Und das Buch ist super dünn, also das hat, glaube ich, nicht mal 300 Seiten. Ich glaube, es hat 250 um den Dreh. Relativ große Schrift. Das heißt, da bin ich mir sicher, das habe ich ruckzuck weggefrühstückt. Es geht um Jennifer Strange. Jennifer Strange ist 15 und arbeitet bei einer relativ erfolglosen Zauberervermittlungsagentur. Und dann erhält sie aber die Prophezeiung, dass sie den letzten Drachen töten soll. Das findet sie natürlich überhaupt nicht gut und deshalb macht sie sich auf den Weg, den letzten Drachen zu retten. Ja, und das klingt super spannend. Wie gesagt, ist der Auftakt zu einer Trilogie und ich freue mich unfassbar auf Die letzte Drachentöterin von Jasper Ford. Als nächstes ein Buch von meiner 20 für 2020 Challenge. Ein Buch, bei dem viele von euch vielleicht jetzt laut aufschreien, wenn ich sage, dass ich es noch nicht gelesen habe. Die Tribute von Panem, Tödliche Spiele von Susan Collins. Ja, ich kenne die ganze Trilogie nicht. Ich kenne die Filme, habe die Bücher aber nie gelesen. Und die sollen ja nochmal um einiges besser sein, so wie das ja meistens irgendwie bei Büchern ist. Ich bin gespannt, die ganze Trilogie steht auf meiner 20 für 2020 Liste, aber ich dachte mir, ich mache mal mit dem ersten Band den Anfang. Ich glaube, ich muss nicht wirklich erwähnen, worum es da geht, aber für einige, die es vielleicht doch nicht wissen, erwähne ich es trotzdem. Es geht um Katniss und Katniss lebt in einer Welt, in der einmal im Jahr, glaube ich, eben diese tödlichen Spiele stattfinden. Kinder aus allen Distrikten werden in die Arena geschickt und müssen gegeneinander kämpfen bis auf den Tod, denn nur einer kann die Arena als Sieger verlassen, alle anderen müssen sterben. Ja, und dann fällt dieses Los eben auf ihre kleine Schwester und sie springt ein und meldet sich freiwillig, damit ihre Schwester nicht in die Arena muss. Und damit beginnt dann eben, ja, das tödliche Spiel, Liebesdreieck gibt es glaube ich auch noch, eine Jugendtrilogie. Und eines dieser Bücher, die halt diesen ganzen, ja, Jugenddystopien, Jugendliche retten die Welt und so weiter Hype ausgelöst hat. Wahnsinn, ich freue mich drauf und ja, ich bin gespannt auf den ersten Band und muss ja dann auch noch die anderen beiden lesen. Als nächstes was ganz anderes, Stephen Fry Geschichte machen. Ein Roman, der davon handelt, was wäre, wenn Hitler nie gelebt hätte. Ja, es geht um zwei junge Akademiker oder zwei Professoren, weiß ich nicht, die Zeitreisen möglich machen, um halt eben den Holocaust ungeschehen zu machen und die dafür zurückreisen in das Jahr 1888 nach Braunau, um halt eben zu verhindern, dass Hitler gezeugt oder geboren oder wie auch immer wird. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte unbedingt mehr Was-wäre-wenn-Bücher lesen. Dazu kommt bald auch noch ein weiteres Video auf meinem Kanal nur zu diesem Thema, also könnt ihr euch da auch schon mal drauf freuen. Und ich bin sehr gespannt auf Stephen Fry Geschichte machen. Es soll ein sehr witziges Buch sein. Stephen Fry ist ja wohl auch ein Komiker aus England. Ich bin gespannt. Das wäre mein erstes Buch von ihm. Ich habe noch nichts anderes von ihm gelesen. Weiter geht es mit einem modernen Klassiker. Die Bücherdiebin von Markus Zusak oder wie auch immer. Ein Buch, was ja auch super gehypt worden ist, was super viele Leute gelesen haben. Ich allerdings nicht. Es geht um das Jahr 1939, um die junge Liesel in Deutschland. Und zwar hat der Tod in diesem Jahr natürlich sehr viel zu tun, aber hat er auch eine Schwäche für Liesel. Denn der Tod ist der Erzähler dieser Geschichte. Ja, und wir begleiten Liesel halt eben durch das Deutschland, das Zweite Weltkriegsdeutschland. Und ja, das ist wohl irgendwie so, dass der Autor, Markus Zusak, ist halt irgendwie Sohn von einem Deutschen und einer Österreicherin und hat damit auch so ein bisschen die Erfahrungen seiner Eltern in diesem Buch verarbeitet. Ich hatte so meine Probleme mit dem Buch. Ich habe das einmal irgendwann auf einer längeren Reise bei einer Freundin auf dem Kindle angefangen, kam dann da aber irgendwie nicht weiter und war mir halt nicht sicher, weil ich lese nicht gerne E-Books.
Ich war mir nicht sicher, ob es an dem Kindle liegt oder an dem E-Book-Format halt oder an dem Buch an sich. Hab mir es dann nochmal geholt, weil es so bekannt und gehypt ist. Und hab dann irgendwann mal die ersten 20 Seiten gelesen. Aber irgendwie bin ich nicht reingekommen. Und jetzt mache ich eine Leserunde zu diesem Buch. Ich bin in einer Leserunde zu diesem Buch. Ich freue mich darauf, denn ich glaube doch, dass mir das Buch gefällt. Und deshalb bin ich jetzt gespannt und in der Leserunde bin ich ja quasi gezwungen, das immer zu lesen, jeden Tag nur häppchenweise. Ich freue mich drauf. Die Bücher, die mir von Markus zusagt, hoffentlich gefällt es mir und hoffentlich hilft mir dieses Format der Leserunde, da halt irgendwie durchzukommen. Ja, dann muss ich noch 2 Bücher für die Uni lesen, für ein Seminar über Inklusion in Kinder- und Jugendliteratur, also über Menschen mit Behinderungen und so weiter und so fort. Als erstes ist da Max von der Grün, die Vorstadtkrokodile. Das ist ein Kinderbuch und es geht um eine jugendliche Bande und einer davon ist halt eben im Rollstuhl, daher kommt der Inklusionsaspekt. Ich habe das Buch in der 5. Klasse gelesen, steht auch noch vorne drin, Klasse 5c. Ja, das ist ewig her. Ich bin gespannt. Ich muss es halt wie gesagt für die Uni lesen. Ich freue mich auch drauf, das nochmal zu lesen, weil es ist ja auch wirklich, es hat glaube ich nicht mal 200 Seiten und ich glaube, das geht relativ schnell. Huch, da ist noch ein Zettel drin gewesen. Ich habe das Buch gerade durchgeblättert. Und ich habe ja so ein kleines selbstgebasteltes Lesezeichen von mir gefunden. Boah, sieht das hässlich aus. Oh mein Gott. Ist das gut? Na, das kann ich ja dann natürlich benutzen. Ja, super. Die Vorstadtkrokodile Max von der Grün. Und dann muss ich noch lesen, das war der Hirbel von Peter Hertling. Das ist ein ganz, ganz dünnes Buch. Also es ist wirklich super dünn. Ich glaube, das hat 70 Seiten. Ja, nicht wirklich viele. Und es ist auch also super groß geschrieben. Und es geht halt eben auch um den, ich glaube, der ist irgendwas bei seiner Geburt. Ich habe das letztens ausgepackt in einem Rebuy-Unpacking. Ich weiß noch nicht mehr, worum es da wirklich geht. Naja, es geht auf jeden Fall um Hirbel, der halt irgendwie krank ist und seine Mutter will sich nicht um ihn kümmern und deshalb wird er von Heim zu Heim geschickt und ja, wird halt auch ein bisschen gemobbt und darum geht es in Peter Hertling, das war der Hirbel. Im Juni kommen nochmal 2 Bücher auf meine Liste für die Uni, aber das sind erstmal die ich für das Seminar im Mai brauche. So, und dann kommen wir zur letzten Sektion. Habe ich ja in der letzten Leseliste eingeführt, das Entweder-Oder-Buch. Und damit bin ich echt gut gefahren im April. Und deshalb dachte ich, mache ich das auf jeden Fall weiter so. Und falls ihr noch nicht wisst, was das jetzt genau ist, ich zeige euch jetzt 2 Bücher. Und nur eins davon muss ich im Mai lesen. Deshalb das Entweder-Oder-Buch. Und das sind beides Bücher von meiner 20 für 2020 Challenge. Einmal Die maskierte Stadt von Genevieve Cockman. Das ist der 2. Band der unsichtbaren Bibliothek-Reihe. Ich glaube, die Reihe heißt so. Und es geht um Irene Winters und die ist Agentin eben für diese unsichtbare Bibliothek, die durch verschiedene Dimensionen und Parallelwelten reist, um halt eben Bücher zu archivieren und aufzuheben, die Originalmanuskripte für die Nachwelt zu erhalten. Ja, und es ist halt so ein bisschen Krimi-mäßig immer aufgebaut. Also es ist halt irgendwie, jedes Buch behandelt, glaube ich, so einen Fall von Irene Winters. Und hier in dem Band geht es eben darum, dass ihr Partner entführt wird. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil wie gesagt, die Handlungen sind an sich immer abgeschlossen. Darauf habe ich echt Lust, die maskierte Stadt von Genevieve Cockman und ich freue mich drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht mehr Lust habe auf die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra von Robin Sloan. Also auch ein Buch, in dem es um Bücher geht. Ihr wisst, ne, ihr erkennt ein Schema. Und es geht um Clay Jannon, der eigentlich Webdesigner ist, dann aber seinen Job verliert und dann einen Job annimmt in der dauerhaft geöffneten, rund um die Uhr geöffneten Buchhandlung von Mr. Penumbra. Und dann stellt sich ganz schnell heraus, dass es da, mysteriös zugeht und diese Buchhandlung doch einige Geheimnisse hat. Die Bücher sind auch beide ungefähr gleich lang. Also ich glaube, die haben beide knapp über 400 Seiten. Gehen auch in eine ähnliche Richtung. Das hier ist, glaube ich, mehr Krimi und das ist, glaube ich, mehr Fantasy. Glaube ich. Es ist nur ein Tipp. Ich habe sie ja nicht gelesen. Und deshalb, eins davon lese ich im Mai. Welches davon weiß ich noch nicht. Wenn es richtig gut läuft, lese ich vielleicht auch beide. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, das waren alle Bücher für den Mai. Wie gesagt, ein paar mehr als sonst. Aber wir sollen ja auch alle noch schön zu Hause bleiben. Ich hoffe, ihr macht das auch. Und ja, ich freue mich auf den Mai. Hoffentlich wird er so lesereich wie der April. Wie gesagt, mehr dazu in meinem Monatsrückblick. Abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr das Video dann auch nicht verpasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr so im Mai lesen wollt. Macht ihr euch überhaupt Leselisten oder findet ihr das bescheuert? Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sag bis dahin.